Ja, meine geschätzten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Medienkonferenz von der Sicherheitsdirektion zum Thema Gewaltprävention im Kanton Zürich. Auf dem Podium drei Referenten, eine Referentin, der Sicherheitsdirektor, Regierungsrat Mario Fehr, dann der Kommandant der Kantonspolizei Zürich, der Thomas Würgler, der Chef der Präventionsabteilung der Kantonspolizei Zürich, der Reinhard Brunner und dann schließlich am Schluss Claudia Brandenberg, Kantonspolizistin im stationierten Bezirk Meilen und polizeiliche Brückenbauerin. Das Wort hat für die Einführung der Regierungsrat Fehr. Gut geschätzter Herr Kantonsrat, Herr Kommandant, meine Damen und Herren Journalistinnen und Journalisten, es freut mich sehr, Ihnen können zu präsentieren, drei Tage nachdem Frau Sommaruga den nationalen Aktionsplan vorgestellt hat in Bern, was die Bemühungen vom Kanton Zürich im Bereich der Gewaltprävention sind. Ich möchte zuerst in aller Deutlichkeit festhalten, dass die Kantonspolizei Zürich im Bereich der Gewaltprävention eine Pionierrolle einnimmt. Wir haben früher als andere mehr als andere gemacht. Das hat Frau Bundesrätin Sommaruga unlängst bei einem Besuch bei der Kantonspolizei auch anerkannt. Das, was wir Ihnen heute vorstellen, ist führend in der Schweiz und wird von allen anderen Korps aufmerksam beobachtet, auch kopiert, angenommen. Ich glaube, die anderen Korps haben die Herausforderung angenommen. Wenn wir die Schweiz anschauen, dann glaube ich, sind ein paar Eingangsfeststellungen sehr wichtig. Gewalt und Terror kommt nicht einfach so. Gewalt und Terror fängt sehr oft mit Kleinkriminalität an. Das heisst, man muss auch der Kleinkriminalität die gebührende Achtung schenken. Wir haben ein paar Rahmenbedingungen, die anders, besser sind als in anderen Länder. Wir haben eine integrierende Volksschule, wir haben eine hervorragende Berufsbildung, wir haben auch kein Ghetto, das ist ganz wichtig. Wir dürfen, glaube ich, sagen können, dass wir eine erfolgreiche Integrationspolitik machen, wo viele dazu beitragen, Schule, Berufsbildung, auch der Sport. Ich bin gerade vor etwa zwei Wochen an einer Tagung von den Junioren, ob Männer, ob Frauen von der Juniorenabteilung der Fußballer. Und dort war zum Beispiel auch eine Jugendinterventionistin von der Kantonspolizei, die diesen Leuten gesagt hat, was sie machen können, wenn sie auffällig Jugendliche im Sportverein haben, wenn plötzlich im Internet Sachen auftauchen von diesen Leuten, die bei ihnen Fußballsport betreiben. Ich glaube, wir haben auch ein sehr gutes Vertrauen in die Polizei. Das kann man sagen. Das ist nicht überall auf der Welt gleich. Unsere Polizei vertraut man zu Recht. Wir haben auch, das darf ich mit einigem Stolz sagen, in der letzten Legislatur ein Polizeigesetz können durch den Kantonsrat verabschieden lassen. Da sind wir dankbar. Dafür ein Polizeigesetz, das uns erlaubt, eben auch im präventiven Bereich tätig zu sein. Und wir wollen Ihnen heute einen Einblick geben. Sie kommen plus minus den gleichen Einblick über, den Frau Sommaruga vor zwei Wochen bekommen hat. Im Kern ist das Polizistinnen- und Polizistenhandwerk etwas, das man nicht kann, einfach so durch Maschinen ersetzen. Selbstverständlich haben wir heute technische Hilfsmittel. Selbstverständlich versuchen wir Polizistinnen und Polizisten mit einer modernen Ausrüstung zu entlasten. Aber im Kern brauchen wir genug gute Polizistinnen und Polizisten für die Arbeit. Sie sehen den Aufbau der Präventionsabteilung. Also wir haben seit vielen Jahren, der Kommandant hat das zu einem zentralen Punkt von seiner Agenda gemacht. In den letzten 6-7 Jahren haben wir die Präventionsabteilung aufgebaut. Die Präventionsabteilung, die über den ganzen Kanton Zürich verteilt ist. Wir haben in allen Bezirken Jugendinterventionistinnen und Jugendinterventionisten. Wir haben in allen Bezirken Brückenbauerinnen und Brückenbauer. Frau Brandenberg ist so eine Brückenbauerin. Ich darf mit einigem Stolz darauf hinweisen, dass die Institution der Brückenbauern eine Erfindung ist von der Kantonspolizei
Zürich, also nicht vom Roger Schawinski, nicht von irgendjemandem, sondern wirklich von der Kantonspolizei Zürich. Seit 2008 gibt es Brückenbauern bei der Kantonspolizei Zürich. Wir haben ein dichtes Netz über den ganzen Kanton Zürich ausgeworfen. Wir haben ein kantonales Bedrohungsmanagement, wo wir mit etwa 400 Schlüsselpersonen im ganzen Kanton, das wird Ihnen der Herr Brunner dann vorstellen, mit KESB, mit Jugendsekretariat, mit Gemeinden, 400 Schlüsselpersonen, das ist im NAP auch dargestellt, im Nationalen Aktionsplan, das ist beispielhaft. Und, was auch wichtig ist, wir haben einen SOKO-Master, wo die schwierigen Leute, mit denen die Polizei zu tun haben, diskutiert, alle zwei Wochen sich vernetzt, Gemeinden, Kanton, Bund. Sie wissen, dass wir etwa, das hat der Bund gesagt, etwa 90 Leute auf dem Radar haben. Ein Teil von diesen Leuten ist selbstverständlich im Kanton Zürich. Sie sind bei uns auf dem engstmöglichen Radar. Wenn man das alles sieht, dann muss man auch danken. Wenn der Herr Amrain da ist, mache ich das sehr gerne. Auch dem Kantonsrat danken, der mir die Budgetmittel gegeben hat, um in den letzten 5, 6, 7 Jahren den Aufwuchs der Kantonspolizei zu machen. Ein grosser Teil von diesen Mitteln, die wir zusätzlich bekommen haben, dass wir den Korpsbestand erreichen können, haben wir genau da investiert, frühzeitig, zielgerichtet und erfolgsorientiert. Für den Aufbau verantwortlich ist der vorderste Kommandant der Kantonspolizei, der früher als andere erkannt hat, dass sich eine moderne Polizeiarbeit verändert, dass wir selbstverständlich stark sein müssen in der Intervention. Wir können alles in der Intervention. Unsere Kantonspolizistinnen und Polizisten haben die modernsten Mittel. Sie können sich selber schützen, Kopf, Ohren, Augen, Körper selber schützen. Sie haben die modernsten Mittel, sie haben gute Waffen, sie haben Taser, sie sind überall bereit zum Intervenieren. Aber dass eine gute und erfolgreiche Polizeiarbeit eben noch früher anfängt, bei der Prävention, das hat er rechtzeitig erkannt und er wird Ihnen sagen, wann er es erkannt hat und was er dann gemacht hat. Herr Kommandant. Ja, ich danke dem Herrn Regierungsrat für die Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, die Prävention ist tatsächlich ein Entwicklungsschwerpunkt der Kantonspolizei. Es war mir immer auch ein persönliches Anliegen gewesen, weil ich glaube daran, dass der Aufwand, den man betreibt, im Verhindern, im Vorbeugen, sich doppelt und dreifach auszahlt, auch in der Polizeiarbeit. Ich denke gerade jetzt den Nationalen Aktionsplan, wo gerade mein Kollege der Reini Brunner hat ganz intensiv mitschaffen können, beweist, dass wir da seit Jahren auf dem richtigen Weg auch sind in dem Thema gegen Radikalisierung. Sie sehen auf der Folie hinter mir, auf der linken Seite, die Organisation Kantonspolizei vor einigen Jahren. Und es zeigt ein bisschen so auf, dass Prävention früher dezentral, vor allem nebenamtlich mehrheitlich aufgestellt war, auch von außen nicht richtig erkennbar. Wir haben eine Prävention betrieben, die qualitativ sehr gut war. Aber im Wesentlichen ist doch eine polizeiliche Prävention immer ein bisschen Kampagnenprävention gewesen. Heute haben wir eine professionelle, auch zentral gesteuerte, qualitativ hochstehende Prävention, die auf Wirkung orientiert ist. Und den letzten Schritt machen wir heute, oder den nächsten Schritt machen wir heute auch, mit dem, dass wir sagen, Prävention ist so wichtig für unsere Kantonspolizei, die muss auch in der Geschäftsleitung vertreten sein. Das war ein Manko, das ich festgestellt habe in den letzten Monaten, und das korrigieren wir. Und damit wird der Reini Brunner auch bei uns Einsitz haben in der Geschäftsleitung. Wie ist es dazu gekommen? Vielleicht da ein Wort, das ist ja nicht einfach nur so entstanden, sondern dahinter ist der Kerngedanke vom Gewaltschutz. Gefährlichkeit erkennen, Gefährlichkeiten einschätzen und dagegen Massnahmen ergreifen. Das ist bis heute, das ist eigentlich der Kerngedanke. Wir hatten Jahre, in denen wir viele Informationen hatten, beispielsweise über gefährliche Straftäter, die aber nicht an einer Stelle zentral zusammengeflossen sind. Da haben wir irgendwann einmal gesehen, das müssen wir korrigieren.
Und das ist sozusagen die Keimzelle von dem, was wir heute haben, mit dem ganzen Bedrohungsmanagement über den ganzen Kanton hinein. Es hat dann, Prävention hat eine Weiterentwicklung erfahren, mit Beispiel, gerade wenn ich gesehen habe, in Finnland auch, wir haben ein Beispiel in Holland, wir haben die Konzepte untersucht und haben daraus so ein wirkliches Gesamtkonzept, eine Gesamtstrategie gemacht für Prävention. Und das sehen Sie da hinter mir, das sind die vier Elemente, angefangen auf der linken Seite, wo man Hinweise nachgeht, vorausschauend sich mit denen auseinandersetzt, was könnte da Schlimmes passieren, aber es eben dann nicht bei dem bewenden lässt, sondern eben, das muss dann ganz rechts dazu führen, also sie sagen, da müssen wir konkret Massnahmen ergreifen, Einfluss nehmen, da sind so Sachen entstanden, gerade in unserer Präventionsabteilung, wie Gefährderansprachen, Sie werden noch etwas hören, das ist ganz, ganz wichtig. Und die beiden mittleren Elemente, die Sie hier auch sehen, offen sein, vernetzt zu arbeiten, das ist von mir aus gesehen ganz entscheidend für moderne Polizeiarbeit. Nicht einfach nur für die Präventionsabteilung, sondern für die ganze Kantonspolizei. Das muss maßgeblich sein. Das wünsche ich mir auch und das glaube ich auch, das haben wir weite Teile erreicht und da arbeiten wir dran. Das sind alles Stichwort, da sagt nachher mein Kollege noch dazu etwas, Gewaltschutz, Bedrohungsmanagement, wo in das Konzept einpassen. Wir haben eine Erweiterung von dieser Präventionsabteilung ab dem kommenden Jahr. Das nimmt ein bisschen Bezug auf den nationalen Aktionsplan. Und man könnte sich fragen, wieso jetzt die Polizei in diesem Bereich gegen Radikalisierung müsste tätig sein. Wieso gerade die Polizei? Unbestreitbar ist es nicht nur die Polizei. Aber ich denke, wenn es nicht passiert oder nicht richtig passiert, dann spürt die Polizei als erstes. Wir haben eine Rolle in diesem Thema und wir müssen die Verantwortung wahrnehmen. Das steht da. Vielleicht noch mal den Rahmen aufgemacht. Wir haben eine polizeiliche Antiterrorstrategie entworfen, das letzte Jahr gesamtschweizerisch, hat auch können, mitgestalten und die hat eigentlich zwei Säulen. Zwei Säulen. Von der einen Säule reden wir immer. Das ist die Interventionsbereitschaft. Aber von mir aus gesehen redet man viel zu viel über auch Waffen und Intervention und Schutz und Beton. Das muss alles auch sein. Aber wenn es dazu kommt, dann haben wir vorher etwas nicht machen können. Und das ist die Prävention. Wir sind heute mit Soko Master ein bisschen an der Schnittstelle. Wir führen die Informationen zusammenführen, denen angehen. Aber ich denke, wir müssen im Zeitlichen noch ein bisschen weiter zurückgehen. Wirklich echt in der Prävention mit einer Interventionsstelle gegen Radikalisierung und gewalttätigen Extremismus. Das wird der neue Kollege Daniele Lenzo machen, der zu uns stossen tut und eine sinnvolle Ergänzung darstellt. Er macht das, die Interventionsstelle betreiben. Und ich übergebe damit an Reini Brunner. Kannst du vielleicht da ausführen, was jetzt genau da angedacht ist? Vielen Dank, Herr Kommandant, Herr Regierungsrat, geschätzte Damen und Herren. Ich tue gerne etwas zum Bedrohungsmanagement sagen, zu dem kantonalen Bedrohungsmanagement, das wir im Verlauf der letzten rund 5 Jahre haben können, hier im Kanton Zürich aufbauen, gestützt auf einen Regierungsratsbeschluss zum Thema Schwerpunkt Gewaltschutz und Gewaltbekämpfung. Bedrohungsmanagement ist ein klingender Begriff, der mächtig tönt, aber im Kern meint es das, was vorne der Kommandant auch schon angetönt hat. Es geht darum, dass man sich eben um einzelne Situationen kümmert, einzelne Begebenheiten, die begründet Anlass zu ernsthaften Sorgen geben, dass eben etwas könnte schwer eskalieren, sprich letztlich vielleicht sogar mit einer Tötung von einer Person könnte enden. Ich habe Ihnen hier auf der Folie die drei Stichworte, die den Prozess beschreiben, aufgeschrieben. Es geht darum, dass wir eben frühzeitig Anzeichen und Warnsignale erkennen, wenn Leute, Personen irgendwo aufscheinen, bedrohlich, sei das gegenüber Ehepartner oder aber eben auch im Bereich von
Radikalisierung oder gewalttätigem Extremismus, dass wir das erkennen und vor allem, dass dann eben auch die Informationen unter diesen Stellen, Behörden und Institutionen tatsächlich fließen, so dass es letztlich auch zu einem Gesamtbild kann kommen über die Gefährlichkeit, die sich zeigt, dass man richtige, fundierte Einschätzungen machen können. Und in diesem Zusammenhang ist es eben ganz wichtig, dass das Netzwerk steht, dass wir wissen, wie wir miteinander kommunizieren können, wie wir Informationen austauschen können, dass wir Kenntnis haben über die Rechtsgrundlagen und dass wir entsprechend auch die richtigen Personen bei diesen Stellen in unserem Netzwerk aufgenommen haben. Ganz wichtig nachher für den zweiten Schritt von der Einschätzung ist, dass wir eben möglichst viele Informationen haben, dass wir fundiert bewerten und beurteilen und wir als Polizei, da vertrete ich ganz entschieden auch den Standpunkt, sollen und dürfen das nicht allein machen, sondern wir müssen Fachleute haben, die uns da aus forensisch, psychologisch, psychiatrischer Sicht unterstützen. Wir haben da mit der Fachstelle für Forensic Assessment und Risk Assessment in Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich wirklich können ein Erfolgsmodell lancieren. Die Stelle ist bei uns vor Ort mit einem Arbeitsplatz und hilft bei Beurteilungen von Beginn weg mit, was für uns sehr wertvoll ist. Einerseits zu den Aussagen über die Gefährlichkeit von einer Person, aber ganz entscheidend auch über Empfehlungen von Interventionsformen, die letztlich dazu dienen und bewirken, dass die Person wieder in eine Phase kommt, wo sie eben nicht gefährlich aufscheint. Das Entschärfen von diesen gefährlichen Situationen ist etwas, was wir als Polizei nie allein machen können. Wir haben da sicher ganz eine maßgebliche Rolle, nämlich darin, dass wir eben vernetzen, dass wir das, was wir wissen, dazu benutzen, die richtigen Stellen mit an Bord zu ziehen und die Stellen auch mit in Verantwortung nehmen, so dass alle ihre Aufgabe da wahrnehmen. Und gerade im Bereich von der Radikalisierung, Sie können sich vorstellen, das ist enorm schwierig, Ideologien, die in den Köpfen sind, wie können die radikalisieren oder die Programme, wenn man dem so sagen will, wieder umstoßen. Das ist schwierig und das ist nie ein Alleingang von einer Stelle selber. Wir stehen heute mit rund 400 Ansprechpersonen im Kanton verteilt da in einem breit abgestützten Netzwerk. Sie sehen schematisch auf der Folie, wie das System, die Strukturen aussehen. Im Kern haben wir unsere polizeilichen Fachstellen, wo neu jetzt eben auch die Stelle, dann, wo der Lenzo Daniele wird, dazu gehört. Wir haben rundum das ummantelt mit der erwähnten Fachstelle für Forensic Assessment und Risk Management, die uns maßgeblich unterstützt. Und das Ganze ist wiederum ummantelt mit einem interdisziplinären Fachgremium, wo KESB, Staatsanwaltschaften, alle Polizeistellen, weitere Institutionen darin mitwirken, wo wir uns regelmässig austauschen, wo wir verbessern und optimieren können. Wichtig ist aber eigentlich das, was Sie rundum sehen, dass wir bei allen wichtigen beteiligte Behörden, Institutionen, Ansprechpersonen haben, die verantwortlich zeichnen, innerhalb von der eigenen Institution, dass auch dort, wenn bedrohliches Verhalten bekannt ist, dass das die Informationen die richtigen Weg nehmen, sind Schnittstellen zu uns im Gewaltschutz, aber vor allem auch zu den örtlichen Polizeistellen. Ganz wichtig erscheint mir auch, dass eben der nationale Aktionsplan die Schaffung von dem Bedrohungsmanagement per se schweizweit möglichst vorsieht. Und da helfen wir mit bei dem interkantonalen Wissenstransfer. Seit 2017 führen wir einen Kurs Bedrohungsmanagement durch, unter dem Patronat vom SPI und unter unserer Kursdirektion, was darum geht, sich auszutauschen, ein gleichsames Verständnis zu entwickeln über Fallbearbeitungen, wie wir das angehen können, auch in den Risikobeurteilungen. Neu, ab 2018, wird da auch die Staatsanwaltschaft an diesem Kurs teilnehmen, was mir ganz wichtig erscheint. Der Gewaltschutz selber ist ein zentrales Thema. Wichtig ist für uns, dass wir gerade eben im Umgang mit gefährlichen Leuten ganz nah bei diesen Leuten sind. Das bedingt eine Organisation, die das zulässt. Ich habe Ihnen hier auf der Folie aufgeblendet, wie wir aufgestellt sind mit dem Dienst Gewaltschutz, wo heute 16 Leute tätig sind. Wir haben verschiedene Fachbereiche in ihnen verortet. Allgemein Betreuungsmanagement, das sich um alle Fallkonstellationen kümmert. Ein spezifischer Fachbereich von der häuslichen Gewalt, der im
Bereich von Schwerkriminalität, schweren Delikten halt einfach immer weit vorne vertreten ist. Und der Fachbereich von der Brückenbauer, der auch den nationalen Aktionsplan vorsieht, haben wir im Gewaltschutz verortet. Ganz wichtig, draussen in den Regionen haben wir die sogenannten Geförderansprecher. Das sind stationierte Polizistinnen und Polizisten, Kollegen, die auf den Stationen draussen arbeiten und im Nebenamt die Tätigkeit wahrnehmen. Wenn es darum geht, dass man eben Leute ansprechen muss, die gefährlich aufscheinen, ist eines von unseren wichtigsten Instrumenten geworden, wirklich in Kontakt mit diesen Leuten zu treten, sodass wir sehen, wo das Problem liegt. Ist es in der Person verankert? Ist es in der Situation? Das bildet uns Grundlagen für fundierte Einschätzungen können zu machen. Brückenbauer haben wir ebenfalls so organisiert. Wir wollen die auch ganz nahe draussen an der Front. Wir haben 14 Brückenbauerinnen und Brückenbauer, die im Nebenamt das machen. Jemand davon haben wir hier, Claudia Brandenberg, die Ihnen nachher wird erklären, was Brückenbauer machen. Die Jugend ist ganz ein wichtiges Thema. Wir haben zentral in Zürich einen Dienst, der die Ermittlungen führt im Jugendbereich. Aber dann eben, wie schon bereits erwähnt, im ganzen Kanton, in allen Bezirken Jugendsachbearbeiter, die ganz nah mit den Schulen, mit Jugendinstitutionen zusammenarbeiten und Szenen, Trends, Entwicklungen im Jugendbereich, gerade auch was die Radikalisierung betrifft, hautnah mitverfolgen. Brückenbauer ist auch da der interkantonale Wissenstransfer ein wesentliches Element. Wir sind jetzt dran, einen Kurs zu konzipieren, um auch dem nationalen Aktionsplan Nachdruck verleihen, dass das stattfindet. Wir werden im 2018 das erste Mal einen Brückenbauerkurs anbieten unter dem Patronat vom SPI und ebenfalls unter unserer Kursleitung. Was Brückenbauer konkret machen, da tue ich gerne sonst das Wort der Frau Brandenberg übergeben. Machen Sie doch vielleicht eine Runde zur Verdeutung und noch ein Beispiel von so einer Gefährderansprache. Brückenbauer, hören wir nachher. Gefährderansprache, wir gehen zum Beispiel, ich kann einen Fall nehmen, wo man im Flughafen eine Person bei einer Ausreise gehindert hat. Das ist medial auch verbreitet worden. Die Person ist in Haft genommen worden und nachher, nach der Untersuchung, mit sogenannten Ersatzmassnahmen auf freien Fuß gesetzt. Wir sind als Gewaltschutzstelle beauftragt gewesen, mit dieser Person Kontakt aufzunehmen, die Person auch anzusprechen, die Person weiterhin zu begleiten und schauen, wie die Person, wie man so schön sagt, tickt. Unser Wichtiges dabei ist, können eben zu merken, was passiert in dieser Person, die Person aber auch zu unterstützen in ganz alltäglichen Fragestellungen, wenn es um Arbeitsstellen geht, Wohnungen und so weiter. Da stehen wir auch mit Rat und Tat zur Seite. Es geht uns darum, immer unter dem Aspekt von Gewährleistung, von Sicherheit, ganz nahe mit diesen Leuten dran zu sein. Die Person ist heute nicht mehr in Schutzmassnahmen oder Ersatzmassnahmen verpflichtet, mit uns Kontakt zu haben. Es geht aber über das aus, dass die Person selber auch den Kontakt zu uns sucht, weil sie merkt, es ist wichtig, bei der Polizei eine Ansprechstelle zu haben und da auch gegenseitig das Vertrauen wir so können sicher manifestieren, sodass man merkt, wie die Person unterwegs ist. Das ist unser grosses Kapital, der Kontakt mit diesen Personen selber, um Sicherheit gewährleisten können. Und damit übergebe ich gerne der Claudia Brandenberg. Danke vielmals. Grüezi miteinander. Ich arbeite seit 6,5 Jahren auf der Polizeistation in Meilen und führe seit etwas mehr als 2 Jahren noch das Nebenamt aus, eben von der Brückenbauerin. Ich schildere Ihnen gerne ein paar Beispiele schildern aus einfach meinem persönlichen Einsatz in diesem Nebenamt. So, das Thema Islam mit all seinen Facetten ist ja sowieso aktueller denn je. Darum bin ich mit meinem Brückenbauer-Kolleg, wie wir das so sagen, auch unterwegs in verschiedenen Kulturvereinen, die noch Gebetsräume haben. Ich bin im Zürich Oberland unterwegs und dort in Vereinen, die vom Herkunftsland Ex-Jugoslawien und von der Türkei Personen dann dort vertreten sind. Wenn wir dort einen Kontakt herstellen, den ersten Kontakt, dann wird ein Termin abgemacht. Wir gehen dort vorbei, mein Kollege und ich. Wir können Deutsch reden, weil vor allem die Vorstandsmitglieder, die sind zum Teil in der Schweiz schon geboren, aufgewachsen, die sind auch vertraut mit den hiesigen Umgangsformen hier bei uns, mit den Gesetzgebungen. Und dann, wie gesagt,
haben wir dort mal einen ersten Kontakt. Es geht auch darum, dass wir ein Vertrauen schaffen und ein Vertrauen aufbauen. Wir sind immer als Polizisten erkennbar. Wir spielen mit offenen Karten. Wir führen auch wirklich einen geradlinigen Dialog und eine Kommunikation. Und es ist uns ein Anliegen, dass wir von der Polizei eben unsere Anliegen können in diesen verschiedenen Kulturvereinen platzieren, sagen, was wir gerne von ihnen wollen. Und wir schlagen eben Brücke, wir hören uns auch an, was dann die Kulturvereine für Anliegen haben an die Polizei. Wir sind dort, um den Puls zu spüren, wirklich dort an der Basis, wo eben etwas passiert. Wenn wir dort vor Ort sind, in so einem Kulturverein, dann sitzen wir dort zusammen mit, wie gesagt, Vertretern vom Vorstand. Manchmal ist in der Cafeteria sonst noch jemand dort, Mitglieder vom Verein, die auch mithören und sich dazu setzen. Wir trinken einen türkischen Tee oder ein Kaffee zusammen. Wird diskutiert miteinander und sehr schnell wechselt es dann auch vom Formellen dann zum Alltäglichen, was passiert. Man kann über den Sport reden, über angehende Festlichkeiten, die stattfinden im Kulturverein. Und die Vereine sowieso, die sind froh, wenn sie einen direkten Ansprechpartner haben bei der Polizei. Die haben dann wirklich unsere Kontaktdaten, wo sie sich an uns wenden können. Wenn wirklich einmal ein Problem auftaucht, eine Unsicherheit, dann können sie sich direkt an uns wenden. Und das machen sie auch. Was es dann für schöne Beispiele dann gibt, wenn man eben so ein Vertrauen hat können aufbauen, dass wir Einladungen bekommen zum Iftar zum Beispiel, das ist dann das Fastenbrechen, wo wir auch sehr gerne annehmen. Und ich als Frau habe es eigentlich fast doppelt so gut, weil ich komme mit den Männern dort in Kontakt, ich kann ihre Anliegen anhören und in den meisten von diesen Kulturvereinen sind Frauen separat, die haben ihren eigenen Raum, wo mein Kollege keinen Zugang hat, aber ich habe den Zugang dort. Und jetzt, gerade bei so einem Iftar, kann mein Kollege bei den Männern feiern und ich bin bei den Frauen. Und ich kann dort dann hören und reden und kommunizieren und hören, was sind dann jetzt die Anliegen dort von den Frauen. Es gibt auch Einladungen zum Strassenfest, wo veranstaltet wird oder einen Tag von der offenen Tür. Es war auch schon, dass wir eine Einladung hatten für das Freitagsgebet, wo mein Kollege und ich, also auch ich jetzt speziell als Frau, bin im Gebetsraum der Männer eingeladen gewesen, dass wir einfach zu hintersten können sitzen und zuschauen, wie jetzt so ein Freitagsgebet eben stattfindet. Und auch dann sind wir aufgefordert worden, oh, kommt doch noch führen, ist doch super, sind die gerade da von der Polizei, würdet ihr doch gerade Rede und Antwort stehen von unseren Mitgliedern, wenn da gerade Fragen auftauchen. Auch das, selbstverständlich, das haben wir gemacht. Was wir auch machen, wie es ja der Name sagt, Brückenbauer, wir schlagen Brücke auch wieder retour, nämlich zu unseren eigenen Arbeitskollegen. Dann hat die Fachstelle Brückenbauer einen Moscheebesuch organisiert, wo Vertreter oder Mitarbeitende von der Kantonspolizei Zürich auch hergegangen sind. Und weil wir ja einen guten Kontakt haben zu verschiedenen Kulturvereinigungen, einer Moschee, ist das auch überhaupt kein Problem gewesen, dann den Anlass zu organisieren. Und auch da hat wunderbar funktioniert und ist wirklich ein toller Anlass auch gewesen. Wir sind auch noch weiter unterwegs, zum Beispiel bei der Asylorganisation oder ich bin gerade vor zwei Tagen im MNA-Zentrum in Zolliken vorbeigegangen, auch im Rahmen von Brückenbauermassnahmen, wo ich dann dort den Jugendlichen mit Migrationshintergrund kann näher bringen, was die Arbeit ist von der Polizei. Und auch dort wieder bin ich dort bei den Leuten, ich höre, was sie für Sorgen, Fragen, Anliegen, Ängste haben, eben auch schon von den Jugendlichen, wo ich dann auch wieder aufnehmen, mitnehmen und zu meinen Kollegen bei den Brückenbauern transportieren, wo wir dann auch darüber reden und diskutieren können. Ja.
Das ja, vielen herzlichen Dank, Frau Brandenberg, Herr Brunner, Herr Kommandant. Sie haben gesehen, die Kantonspolizei Zürich hat sehr einen umfassenden Ansatz in der Gewaltprävention, sehr einen vernetzten Ansatz, der sehr darauf aufbaut, dass wir Vertrauen schaffen, Vertrauen geben, auch Vertrauen überkommen. Das Vertrauen führt selbstverständlich dazu, dass man auch auf uns zugeht, wenn es schwierigere Situationen gibt. Ohne das ist die Präventionsarbeit heute nicht mehr möglich. Wir sind eine Pionierorganisation und wir wollen uns weiterentwickeln mit dem Herr Lenz, so selbstverständlich. Aber wir machen das schon lange. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist unser Kapital. Der Brückenbauer gibt es seit 2008 und feiert jetzt nächstes Jahr das 10-jährige Jubiläum. Und die langjährige Zusammenarbeit, die hat sehr viel Vertrauen geschafft und die hilft uns bei der Prävention. Sie dient letzten Endes der Sicherheit der Menschen im Kanton Zürich. Jetzt stehen wir gerne zur Verfügung für Fragen. Ich bitte Sie übrigens um Verständnis, dass Sie den Herrn Lenz jetzt nicht bekommen, auch nicht für Interview oder für irgendetwas. Wie der Herr Lenz hat einfach noch einen anderen Arbeitgeber bis Ende Februar. Das müssen wir respektieren, aber im März können Sie dann beliebig viel mit ihm machen. Ihre Fragen bitte. Herr Kantonsrat Amrein. Wenn man fragt, dann Herr Brunner, Sie haben ja jetzt gesagt, Sie haben einen Kurs, und zwar ist das ein Kass, wenn ich das gesehen habe, an der ZHAW betreffend Gewaltprävention, also CAS, das gibt so Punkte, glaube ich. Und die Frage ist da, was ist genau die Aufgabe von der Kantonspolizei und an was für Leute tut man sich da richten? Sind das Mitarbeiter vom, ich sage jetzt ja, für Zeichen Staat, also Polizei, KESB und so weiter? Oder sind das junge Leute, die man nachher möchte, dazu bringen, vielleicht bei ihnen zu arbeiten? Die Frage an Sie und dann auch die Frage an Herrn Regierungsrat. In der Folie steht ja Kleinkriminalität. Sie haben es gesagt, dort fängt es an, oder? Meistens. Und es geht weiter, zum Beispiel über Fußball. Wir haben jetzt wieder Fälle im Bereich Fußball. Vielleicht können Sie oder der Herr Würgler noch etwas dazu sagen, ob da auf Seite Prävention, dass man neu muss anschauen muss vor dem Hintergrund von dem, was jetzt in den letzten zwei Wochen da in der Fußballszene wieder Unschönes passiert ist in Zürich. Ja, wenn ich gerade als erstes darf, auf die CAS Antwort geben, die Sie gefragt haben, möchte ich zuerst vielleicht zum Verständnis erläutern, den Kurs, den ich erwähnt habe, dürfen wir nicht verwechseln mit dem CAS von der ZHAW. Der Kurs, den wir machen, ist ein Bedrohungsmanagementkurs unter dem Patronat vom Schweizerischen Polizeiinstitut, den wir durchführen für Polizeikräfte, für andere Kantone, Teilnehmende, auch aus dem eigenen Korps natürlich, wo es darum geht, die Aufbauarbeit im Bedrohungsmanagement ganz konkret zu beschreiben, sich auszutauschen, Gefährlichkeitsbeurteilungen, Umgang mit schwierigen Personen, das zu thematisieren und so die Aufbauarbeit vom kantonalen Bedrohungsmanagement zu unterstützen. Das ist der eine Kurs, der unter meiner Direktion an dem Schweizerischen Polizeiinstitut durchgeführt wird. Der CAS, den Sie erwähnen, ist ein Kurs, den die ZHAW anbietet. Das ist ein Kurs Kriminalprävention, der ganz breit Themen von der Kriminalprävention umfasst, beinhaltet. Und dort drin habe ich einen marginalen Teil, wo es ums Vorstellen geht von der Gewaltprävention, was wir machen im Kanton Zürich, wie man kann wirken im Rahmen von der Gewaltprävention. Da wird auch der Daniele Lenzo einen Teil haben, einen Ausschnitt, wo es um Radikalisierungen von diesen Personen geht. Oder um das Verhindern von der Radikalisierungen. Zielpersonen dort sind vor allem Leute, die in Jugendinstitutionen arbeiten. Lehrerinnen oder auch jetzt ganz allgemein bei Jugendinstitutionen, die Inputs bekommen sollen, im Umgang mit Jugendlichen, wie man Gewaltprävention oder eben auch viel, viel breiter im Bereich von der Kriminalprävention bei Jugendlichen kann verhindern, dass irgendjemand sich etwas negativ entwickelt. Gut, die Frage an mich ist eigentlich eine einfache. Als Sicherheitsdirektor vom Kanton Zürich trete ich dafür ein, dass keine Straftaten begangen werden und dort, wo Straftaten begangen werden, dass sie rasch und entschieden geahndet werden. Die Prävention ist ein wichtiger Teil. Die Intervention gehört selbstverständlich nachher auch dazu. Ich darf feststellen, dass wir die tiefste
Kriminalitätszahlen seit 1980 haben im Kanton Zürich. Das hat viel mit der Präventionsarbeit der Kapo zu tun. Jetzt nicht nur im Waldschutzbereich, auch beim Einbruchdiebstahl haben wir signifikant tiefere Zahlen. Wir finden grundsätzlich, jedes Delikt ist ein Delikt zu viel. Das ist überhaupt keine Frage. Auf den Fußballhooliganismus bezogen haben wir eine Reihe von Massnahmen, die wir machen können, in und ums Stadion. Die Clubs können sich klar von Gewalt distanzieren, die Clubs können Stadionverbot aussprechen, die Clubs können Fanarbeit machen. Unser Erkenntnisstand ist, dass alle vier grossen Zürcher Clubs das machen. Sie machen Fanarbeit, sie verhängen Stadionverbot, sie verurteilen Gewalt entschieden. Wir haben ein Hooligan-Konkordat, das Massnahmen zulässt, Rayonverbot. Auch das machen wir. In und ums Stadion ist die Situation sicher besser geworden und dafür ist sie weiter weg eskaliert. Dort ist sie primär eine Sache vom Strafrecht. Die Leute, die jetzt zum Beispiel in Leimbach andere überfallen haben, die Leute müssen einfach gefunden und bestraft werden. Da gibt es eine Kompetenzordnung. Für diese spezifischen Vorfälle ist die Stadtpolizei Zürich in der Pflicht und sie ist gefordert. Ja, die sind im Moment, es müssen früher gewesen. Bei den Gefährderansprachen gibt es da Zahlen, wie viel das sie da machen pro Jahr und wie läuft so etwas genau ab? Wird da jemand vorgeladen auf der Post oder spricht man jemand auf der Straße an, geht man vorbei? Ist das freiwillig vom Angesprochenen her? Gibt es Verweigerer? Können Sie da ein bisschen ausführen, wie das geht? Das kann ich sehr gerne machen. Wir haben rund 400 Fälle, die wir in etwa bearbeiten im Gewaltschutz. In rund zwei Drittel der Fälle führen wir Förderansprachen durch. Das ist eines der für uns wirkungsvollsten Instrumente geworden, um eben merken, wie eine Person wirklich unterwegs ist und wie gefährlich die Situation letztlich aufscheint. Praktisch läuft das ganz verschieden ab. Wir haben gestützt auf das Polizeigesetz eingeräumt, dass wir Personen formlos kontaktieren und zu Sachverhalt befragen können. Das finden Sie in § 24 vom Polizeigesetz. Und das läuft verschieden ab. Manchmal kontaktieren wir jemanden telefonisch, manchmal per E-Mail, manchmal gehen wir direkt vor Ort und sprechen die Personen an. Wir versuchen, in Kontakt zu treten. Wir machen sehr gute Erfahrungen. In 9 von 10 Fällen sind die Personen dankbar. Nachdem sie vielleicht zuerst perplex waren, dass die Polizei jetzt kommt. Nicht anlassbezogen, sondern die Polizei vor dem Haus steht und mit ihnen will reden. Das wird positiv aufgenommen. Sehr viele sagen auch, endlich los mir die Polizei mal zu, was ich zu sagen habe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht selten oder sehr häufig können wir die Förderansprachen am Wohnort von Betroffenen machen. Das bietet uns auch die Möglichkeit, dass wir die Wohnsituation, die Verhältnisse sehen, die uns auch hilft für die Beurteilungen. Manchmal gehen wir in ein Restaurant oder wir gehen mit einer Person von aussen einen Spaziergang machen und unterhalten uns so. Das ist ganz individuell, so wie es sich anzeigt, also wie es angezeigt erscheint und was eine Person auch zulässt. Zulässt darum, weil es ist freiwillig, es beruht auf Freiwilligkeit. Wir haben keine Rechtsgrundlage, wo wir eine Person zu einer Förderansprache außerhalb von einem Strafverfahren können verpflichten können. In den 1 von 10 Fällen, wo es nicht klappt, was passiert dann? Da gestaltet es sich ein bisschen schwieriger. Wir versuchen, gestützt auf die Informationen, die wir rundherum haben, das unter Beizug von dieser Fachstelle Forensic Assessment einfach wirklich so fundiert wie möglich einzuschätzen. Weil wir beispielsweise Kenntnis haben, dass Waffen rum sind, dann haben wir auch die Möglichkeit, beim Stadthalteramt eine Beschlagnahmeverfügung einzuholen, dass wir dort vor Ort gehen und auch Waffen einziehen können. Das ist ebenfalls ein wichtiges Instrument geworden, wo auch die Zusammenarbeit mit den Stadthalterämtern sehr gut klappt. Aber wenn eine Person nicht mitmacht, nicht bereit ist für das Gespräch, das ist ganz klar, dann wird es schwieriger. Und wenn wir außerhalb des Strafverfahrens sind, dann haben wir auch weniger Möglichkeiten, wirklich griffig dann etwas können zu machen. Wichtig ist aber dann, dass wir uns vernetzen, wie ich das schon erwähnt habe, mit allen Stellen, dass wir alle Stellen, die mit einer Person zu tun haben, einfach ihren Job richtig machen und wir die Informationen auch entsprechend austauschen, sodass wir die Entwicklung von der Gefährlichkeit möglichst gut und nahe mitverfolgen können.
Ja, ich habe eine Frage aus der Sicht der Schule oder der Lehrerinnen und Lehrer. Bieten Sie da ganz konkrete Hilfestellungen an, Tipps, wenn jetzt jemand in einer Klasse wirklich das Gefühl hat, oh je? Also wer hat das Gefühl, oh je, der Lehrer, oder? Ein Lehrer oder eine Lehrerin, ja. Eine Lehrperson, ja. Machen Sie aber das Fallbeispiel, Herr Brunner. Also wir sind genau wegen dem da. Also wir haben natürlich solche Fälle und da ist die Jugendintervention in erster Linie am Drücker. Wenn eine Lehrperson anruft, nehmen wir jemanden, der sich jetzt zum Beispiel mutmaßlich radikalisiert, dann gehen wir her, wir reden mit dieser Lehrperson, wir versuchen die Informationen zu erheben, was alles um ist, und dann sprechen wir auch die Schülerin oder den Schüler ganz konkret an. Und man kommt in Dialog, man versucht auch dann mit den Eltern ins Gespräch zu kommen und so wirklich das aufzurollen und auch die Lehrperson zu unterstützen in dem ganzen Prozess, dass wir nachher wie die Lehrperson herausnehmen können und wir nachher mit dieser betroffenen Person konkret arbeiten. Die wichtige Meldung ist, die Lehrerin oder der Lehrer kann einfach auch bei einem Unbehagen das Unbehagen nicht bei sich lassen, sondern man kann zur Polizei gehen, zur Jugendinterventionistin. Die Jugendinterventionistin ist auch im Bezirk vernetzt mit dem Bezirksjugendsekretariat, mit den Schulleitern, mit den Gemeinden. Und dann sucht man zusammen, was ist das gescheitste Vorgehen. Wenn man ein ungutes Gefühl hat, dann soll man lieber einmal mehr anrufen als einmal weniger. Da sind wir sehr dankbar. Ich glaube, die ganze Präventionsarbeit ist auch nicht möglich, ohne eine Bevölkerung, die auch mitdenkt. Ich glaube, Sie haben letzte Woche gelesen, dass die Kantonspolizei kommuniziert hat, dass sie zweimal auf Leute sehr aktiv zugegangen ist, die im Netz Sachen verbreitet haben. In beiden Fällen haben wir auch Meldungen bekommen, die über das festgestellt hat, uns sagt, und dann gehen wir vor. Das Gleiche wäre da, die Polizei ist da, auch für die Lehre. Nächste Frage. Was mich noch interessieren würde, Herr Brunner, noch ein bisschen konkret, dann stelle ich noch eine Frage, wenn ich schon mal Gelegenheit dazu habe. Ich habe auch schon in der Zeitung gelesen, dass Leute in die Dschihad gehen wollen. Eigentlich habe ich die Frage von Herrn Pelda erwartet, aber vielleicht hätte sie nicht vor allen stellen. Also wenn jetzt jemand in die Dschihad will gehen, wir das feststellen, das stellen wir ja wegen irgendetwas fest, wir stellen das fest, es gibt ein Gerichtsverfahren, die Leute werden verurteilt und sie kommen eine Auflage über, sich mit genau euch auseinanderzusetzen. Was passiert dann? Ist für uns insofern eigentlich eine gute Ausgangslage, wenn jemand in einem Strafverfahren ist und dann beispielsweise eben die Staatsanwaltschaft beim Bund sogenannte Ersatzmaßnahmen erlässt und Auflagen erteilt, dass die Person sich regelmäßig mit uns beispielsweise treffen muss. Da gibt es einen ganzen Strauß von möglichen sogenannten Ersatzmaßnahmen, dass eine Person beispielsweise eben Kontakt- und Reha-Verbot auferlegt bekommt. Das sind Schriftensperren, die möglich sind, die auch eine Person daran hindern sollen, gleich auszureisen. Da könnte Auflage sein, dass sich so eine Person eben der Begleitung vom Gewaltschutz durch eine Person vom Gewaltschutz muss unterziehen. Und so eine Begleitung heisst, dass wir die Person kontaktieren können, dass die Person uns auch beispielsweise Einlass gewähren in Wohnung, die Person uns Einsicht gewähren in Notel, Mobiltelefon beispielsweise, oder auch in Auto, und ganz eng eigentlich an uns gebunden wird mit solchen Massnahmen. Das ist ganz etwas Intensives. Je nachdem, wie ein Fall sich gestaltet, kann das sein, dass man mehrfach wöchentlich so Treffen hat mit so einer Person. Je nachdem, wie auch die Gefährlichkeit eingeschätzt wird oder wenn man noch nicht recht wissen, wie man die Gefährlichkeit einschätzen muss, erfolgt so eine Begleitung sehr eng. Das ist manchmal zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist etwas, wo unseren Leuten viel, viel Flexibilität abfordert. Das ist eben unter Umständen am Wohnort bei so einer Person. Es ist, dass man unterwegs ist, wie ich erwähnt habe, bei einem Spaziergang. Es ist auch so, dass man in dem ganzen Begleitungsprozess die Person aber auch unterstützt in Eingliederungsmassnahmen, wenn es um Jobsuche geht, wenn es um Wohnungssuche geht. Und es ist wichtig, dass wir die Person unterstützen können, eine geordnete Struktur reinzukommen. Das sind für uns alles Elemente, die Sicherheit gewährleisten. Und das ist unser Fokus, dass wir das
mit dieser Person zusammen können erreichen können, dass wir ein Vertrauensverhältnis aufbauen können. Und ja, da braucht es viel persönliches Engagement von den Leuten, die das machen. Und wie gesagt, zu jeder Tages- und Nachtzeit, da müssen wir bereitstehen. Hätten Sie die Frage beantwortet, Herr Pelda, wenn Sie sie gestellt hätten? Also mich hat es jetzt schon interessiert. Der konkrete Fall von dem, der wollte ausreisen, ja. Hat eine Bank Ihnen jetzt einen Job gefunden? Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber wir haben ihm zu vielem können verhelfen. Ja. Tatsächlich, ja. Er hat doch Taxifahrer wollen werden. Ist jetzt das Risiko, dass man mit ihm umeinander kutschiert wird? Sie überfragen mich jetzt im Moment, muss ich Ihnen sagen. Ich glaube, der Fokus, Herr Pelda, den Sie setzen, ist richtig. Oder? Wir versuchen ja eigentlich am Schluss des Tages, wir können ja nicht über die nächsten 100 Jahre alle, die irgendwann mal ihre Vorstellungen hatten, wie man Konflikt austragen kann, eng begleiten. Oder? Weil sonst das kann mein Score nicht auf 100 Jahre raus. Und darum ist sicher das oberste Ziel von der Prävention, dass man die Leute zurückführt in die Gesellschaft, Perspektiven aufzeigt. Ich glaube, das machen wir auch in der Gefährderansprache, dort, wo es geht. Oder? Und Sie können davon ausgehen, dass die Leute, die das machen, so erfahrene Polizisten sind, dass sie das sehr gut können beurteilen, was wo möglich ist und bei wem es vielleicht auch nicht möglich ist. Bei wem man schon vielleicht zufrieden ist, wenn er einfach nichts macht. Oder? Und bei einem anderen, ich denke vor allem bei jüngeren Leuten, ist es möglich, sie zurück in die Gesellschaft zu führen. Und das ist eigentlich auch das Ziel, oder? Dass man auch das aus den Köpfen rausbringt. Dafür schreiben sie und meine Polizisten handeln. Ich will da noch ergänzen. Ich glaube, das sind ganz spannende Fragen. Ja, oder? Es gibt nicht nur die Gewalt, die organisiert, zielgerichtet, vorsätzlich ist, sondern es gibt x verschiedene Ursachen. Und letztlich ist es das ja, was uns Sorgen macht. Es sind gerade die Situationen oder Entwicklungen, die im Verborgenen ablaufen, die man nicht sieht. Und darum habe ich gesagt, unsere Haltung muss sein, sozusagen einen Teppich vom Vertrauen, von der Offenheit und vom Verständnis auszubreiten. Wir müssen eine Polizei sein, die eben, wo man Hinweise an sie herantreibt, aber selber auch eine Polizei sein, jeder und jede Einzelne, die Hinweise ernst nimmt und dem nachgeht. Und ich glaube, das braucht es rechtzeitig sein, vor der Tat sein, bevor etwas passiert. Und das kann ganz unterschiedliche Verhältnisse und Situationen betreffen. Sie haben noch Fragen. Ja, die Anschlussfrage wäre, von den intensiven Fällen, also rund um die Tour oder vielleicht auch ein bisschen weniger, was haben Sie da, wie viel, kann man die an einer Hand abzählen oder sind das viele Fälle, die Sie so stark beanspruchen? Ja, das sind im Moment rund ein Dutzend Fälle, die man so behandelt. Vor allem aus dem Bereich Islamismus, Dschihadismus? Oder? Ja, jetzt konkret im Bereich von der Radikalisierung sind es rund ein Dutzend Personen, die wir begleiten. Das war doch jetzt eine konkrete Zahl, oder? Sehr, ja. Das ist schon mal gut, oder? Okay, ich glaube, Sie sind erschöpft. Die Kantonspolizei Zürich zum Glück nicht. Ich will an dieser Stelle einfach einmal Danke sagen. Oder? Ich meine, die Zahl 12 tönt tief, oder? Aber sie ist natürlich eine Art ein Destillat von viel mehr. Sie haben gesagt, 400 haben Sie angeschaut. Also am Schluss sind es die wahnsinnig viel zu tun, aber die geben dann auch wahnsinnig viel zu tun. Alles, was wir hier erzählt haben, ist wahnsinnig personalintensiv. Ich sage es darum nochmal, ich bin dankbar, dass wir haben können aufwachsen, den Sollbestand erreichen, sonst könnten wir die Arbeit so nicht machen. Ich bin aber auch den Polizistinnen und Polizisten dankbar. Sie können davon ausgehen, dass es da ganz viele Leute hat, die nicht 42 Stunden in der Woche arbeiten und auch nicht jede Stunde aufschreiben, sonst wäre die Arbeit, die Herr Brunner jetzt gerade vorhin beschrieben hat, schlicht und einfach nicht leistbar. Also da hat es ganz viele sehr, sehr engagierte Leute, damit ich das auch mal gesagt habe, die für die Sicherheit in diesem Kanton wirklich, Englisch heisst es dedicated, wie sagen wir auf Deutsch, einfach, das ist ein Lebensinhalt für sie, die Sicherheit hier im Präventionsbereich zu leisten. Das finde ich grossartig, damit ich das auch mal noch gesagt habe, Herr Kommandant, Kompliment zu dieser Arbeit.
Wieder schauen, Herr Amrein. Schönen Mittag.